Der August ist super schnell vergangen und somit gibt es natürlich auch schon wieder mein September-Layout fürs Bullet Journal. Und falls du da Bock drauf hast, weiter geht's nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Einmal im Monat gibt es hier auf diesem Kanal ein Bullet Journal. Update sozusagen, dieses Mal im September. Wir sind im September, ganz klar. Und was ich gemacht habe, zeige ich dir jetzt in folgendem Video. Schon sind wir im September angelangt, was richtig krass ist. Ich habe das hier, das sollen so Blätter sein, die sich in den Buchstaben abzeichnen. Das habe ich wieder auf Pinterest gefunden und den Buchstaben habe ich leicht verkackt hier, ne? Aber egal. Es soll ja nicht wie gedruckt aussehen, sondern wie gemalt. Und das darf dann so unschön sein. Und ich fand so das in dem Stil richtig cool. Hab jetzt auch das mal anders gemacht, was die Monatsaufstellung betrifft, und habe gleich mal die ersten Seiten irgendwie verkackt. Weil eigentlich hätte ich ja hier mit Sonntag anfangen können. Warum ich das gemacht habe, hey. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich habe dann, wie gesagt, die nächsten vollen habe ich dann so und ich weiß nicht. Also, ich habe hier eine kleine Notizspalte. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Aber so nützt man den Platz besser aus. Und hier sieht man jetzt ganz stark, dass das einfach durchdrückt. Also, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja damals etwas angeboten gehabt, wo ich gesagt habe, ja, es drückt nicht durch, aber es drückt halt eben doch durch. Aber nun gut. Meine Ausgaben sind wie immer, also die passen mir hier rein. Ich wurde auch schon gefragt, ja, es ist ja doch ein we bisschen wenig Platz. Ich tue das oftmals zusammen. Wie sagt man, zusammenfassen, dann passt es auf jeden Fall. Und so viel gebe ich halt im Monat auch nicht aus und will da auch darauf achten, dass es eben da reinpasst. Mein Habit-Tracker ist eigentlich auch wie immer. Ich habe diesmal die Sparte ASMR mit eingebaut, weil ich ja meinen Kanal wieder ja, eröffnet habe. Und mein Mood-Tracker, der hat viel Arbeit gebraucht, echt. Also. Der hat sogar extrem viel Platz ausgenutzt und hier habe ich auch was verkackt. Auf jeden Fall habe ich den falschen Stift genommen. Das soll ein Teebeutel sein. Ich hoffe, man sieht das. Und hier habe ich halt noch einen Haftzettel oder so einen Notizzettel eingebaut, weil ich einfach für meine Farben, wie das Ganze halt mutmäßig aussehen soll, hatte ich einfach keinen Platz mehr. Positives ist für mich eine wichtige Übung, um sich halt wirklich auch mal vor Augen zu halten, was wir alles haben und was wir einfach alles gar nicht wertschätzen. Und es ist schon so, dass man sich manchmal Gedanken machen muss, für was bedankt man sich jetzt, was war jetzt am Tag. Es sind oftmals nur kleine Sachen. Mein Sleep Tracker ist immer noch eine ganz wichtige Geschichte, weil an dem sehe ich halt einfach, ich bin ein Mensch, wenn ich nicht genug schlafe, funktioniere ich nicht. Und das ist wirklich Fakt. Und deswegen ist dieser Tracker für mich so wichtig, um einfach auch zu sehen. Da habe ich nicht genug geschlafen. Es ist jetzt berechtigt, so komisch zu sein oder nicht konzentriert zu sein oder vielleicht sogar ein Schläfchen einzulegen. Um halt dann wieder ein bisschen fitter zu sein. Also das Nichtschlafen hat für mich dann Auswirkungen auf mein Essverhalten, das hat Auswirkungen auf meine Konzentration. Ich bin nicht fit. Alleine Day ist eben auch eine wichtige Übung, eine Schreibübung jeden Tag, dass du da halt einfach was aufschreibst, dir Zeit nimmst. Und so sehe ich das allgemein halt eben mit meinem Bullet Journal. Telefon und Ideen. Da stehen jetzt natürlich noch nichts drin. Wir haben Anfang des Monats. Kommt aber noch. Und auf der letzten Seite, ich habe da immer dieses Blatt einfach weitergeführt, dass es einfach komplett dazu passt. Und
Wunsch steht jetzt auch noch nichts. Die Wünsche zeige ich euch selbstverständlich nicht, weil das ist was, was nur mich betrifft. Und so sieht mein September aus. Falls du selbst ein Bullet Journal hast, kannst du mir gerne auch das unter diesem Video verlinken. Du kannst mir aber auch auf Instagram schreiben. Ich glaube, so vom Outfit her war der August so mein liebster Monat mit den Orangen. Für mich war das Layout echt stimmig. Also es hat mir echt gut gefallen. Da hatte ich es jetzt noch ganz normal. Was heißt ganz normal? Aber ich habe mich ja mal probiert so mit der leeren Seite und der Woche hier so. Und das habe ich jetzt komplett anders gemacht, um einfach mal auszuprobieren. Wie gefällt mir das so? Ich hole euch mal ein bisschen raus, nicht rein. Raus, so. Es war so, dass ich ganz häufig im letzten Monat nicht eingetragen habe. So sieht jetzt bei mir so eine Ausgabenliste aus. Die ist relativ voll dieses Mal gewesen, aber meistens sind die nicht voll. Und ich habe in dem Monat ein paar Mal vergessen einzutragen oder bewusst auch nicht eingetragen. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung, weil das Bullet Journal soll nicht eine Verpflichtung sein, sondern das soll etwas sein, was Spaß macht. Und hier sieht man schon, mein Mood Tracker hat durchgedrückt und zwar nicht so richtig krass eigentlich. Für das, dass es ein dickeres Papier ist, sollte das eigentlich nicht passieren. Der Mood Tracker ist auch ganz hübsch gewesen, fand ich die Idee, dass mir das so eingefallen ist, dass es einfach auch zum Rest passt, fand ich eigentlich ganz witzig. Und hier am Sleep Tracker sieht man, wie oft ich einfach mal nicht eingetragen habe. Also oft war es mir auch gar nicht bewusst, dass ich nicht eingetragen habe, aber ich hatte einmal wieder so richtig viel Schlaf am 11., wo ich echt mega viel geschlafen habe. Positives, ihr wisst, das ist einfach eine wichtige Übung, um sich bestimmter Dinge einfach bewusst zu sein, die man selbstverständlich sieht, wie viel wir eigentlich haben und wie es uns eigentlich gut geht, zeigt diese Übung und das machst du dir einfach nochmal klar, für was du an dem Tag einfach dankbar bist. Alleine D ist, wie gesagt, diese Schreibübung, die ich eigentlich auch nicht missen möchte. Ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr weggelassen. Ich muss jetzt echt mal überlegen, so im Oktober, ob ich sie da mal weglasse und ob sie mir dann fehlt. Bei 10 Dinge und bei den Ideen war diesmal nicht so viel los. Ich hatte einen Monat, wo mir einfach nicht viel eingefallen ist. Momentan ist es eh so ideentechnisch, dass mir einfach nicht viel einfällt. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon wieder beim Telefon. Das ist Werbung von meinem Unverpacktladen. Da ist mein Wunsch drunter. Den möchte ich euch selbstverständlich nicht zeigen. Ich wollte euch noch die vergangenen Farben zeigen, also was ich so verwendet habe. In dem Monat sind es ja die zwei. Und da sind bei beiden, also schwarz dürfte für sich sprechen, N15. Aber da ist halt die Farbbezeichnung leider weggegangen, kann ich euch nicht mehr sagen, was für eine Farbe das ist. Ich mag die aber total gerne. Mit der ist es so schön zu schreiben. Dann hatte ich mir so Tomaxis-Stifte gekauft. Die kann ich gar nicht empfehlen. Zum Handlettering sind die einfach nicht zu gebrauchen, weil diese Mine total schnell ausfranst und kaputt geht. Und da habe ich ja in meinem Mood-Tracker, habe ich da ja im letzten Monat gearbeitet. Und dann gibt es hier noch ein Orange und das mag ich auch total gerne. Das ist die 905 und das Gelb ist die 055. Schade ist halt wirklich bei den Tombos, dass außen dran halt irgendwann mal die Stift, der Aufdruck einfach mal, wie sagt man, sehr schnell weggeht. Die meisten Ideen hole ich mir witzigerweise immer nur von Pinterest. Das ist so mein Hauptding, nicht mal von Instagram her. Bei Pinterest kannst du es halt so auch sortieren, wenn du eben ein September-Layout suchst, dann findest du halt eben auch bei Pinterest September-Layouts. Was mir bei Instagram eben nicht ganz so gefällt. Irgendwie bin ich es auch nicht gewöhnt. Für mich ist Hauptideenquelle immer Pinterest.
Wo holst du deine Ideen her? Kannst du mir gerne unten in den Kommentaren mal mitteilen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Du findest meinen Instagram Bullet Journal Account unten als ersten Kommentar verlinkt. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben für das Video, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!